von der Bodenfruchtbarkeit her müssen wir das Klima neu denken. Wir wollen den Boden nicht mehr bewegen, das Herzstück unserer Idee. Das ist unser ganzer Stolz, diese Idee und diese Maschine dahinter. Intensive Landwirtschaft schließt sich mit dem, was wir hier machen, nicht aus. Das ist aber eine Lebensaufgabe. Ist eine Generationsgeschichte. Da blüht auch eine Sommerblume. Am wenig ist los. Ja. Das ist unsere Zwischenfrucht. Eine von mehreren Feldern, die wir mit Zwischenfrucht bestellen. Zielsetzung dieser Zwischenfrucht ist es, also sie wird gedrillt nach Ernte der Hauptfrucht. In diesem Fall war Weizen die Vorfrucht. Und soll den Acker über Winter begrünen, um dann hier im Frühjahr Mais anzubauen. Willkommen in Selz, willkommen auf dem Landwirtschaftsbetrieb Pöller-Schesel im schönen Vorpommern. Der Betrieb ist 1930 von meinem Urgroßvater gegründet worden, Ulrich Randolf. 1945 ist die Familie geflohen, als die Russen kamen. Und seit 1992 sind wir wieder hier und bewirtschaften hier einen reinen Ackerbaubetrieb ohne Tierhaltung. Wir machen im Moment knapp 1000 Hektar mit 10 verschiedenen Kulturen. Und sind dabei, unseren Betrieb von der ganz normalen konventionellen Landwirtschaft umzustellen auf die regenerative Landwirtschaft. Weil wir der Meinung sind, dass das der richtige Weg ist, die Zukunft für uns zu gestalten. Sprich, Ökonomie, Ökologie, Klimaschutz unter einen Hut zu kriegen. Das ist hier eine Mischung aus 16 verschiedenen Pflanzen. Der Hintergrund, 16 verschiedene Pflanzen, heißt, 16 verschiedene Arten Wurzeln zu bilden, um den Boden möglichst gleichmäßig tief und gleichmäßig zu durchwurzeln. Also wir haben hier einen tiefen Rettich, den können wir gleich mal ausbuddeln. Der hat Wurzeln bis zu 1,50 Meter Tiefe. Und sind hier Gräser mit drin, die halt nicht tief wurzeln, aber in der Flachwurzeln, aber dafür sehr intensiv den Boden durchwurzeln. Und viele Pflanzen, die dazwischen liegen, wie die Sonnenblume und die Fasilie. Hauptaufgabe, oder es sind viele Aufgaben, die diese Zwischenfrucht macht. Einerseits Versorgung des Bodenlebens, während der vegetationslosen Zeit, wo wir keine Kultur auf dem Acker haben. Das Bodenleben ist immer in Symbiose mit der Pflanze, die oben drauf steht und wird von der Pflanze versorgt. Und wenn keine Pflanze wächst, sondern Brachacker ist, stirbt dieses Bodenleben ab. Die Pilze, Bakterien sterben ab und das ist natürlich nicht sinnvoll. Wir haben also in der Wasserlösung hier im Bodenwasser auch Nährstoffe gelöst, unter anderem Nitrat. Und Nitrat ist halt negativ geladen, kann sich an den Ton-Humus-Komplex nicht anbinden, also kann vom Boden nicht gehalten werden, sondern würde ausgeschwemmt werden ins Grundwasser. Und diese Pflanze nimmt das Nitrat auf, baut es ein, wird daraus Protein gemacht, Eiweiße, und wird dann durch den Verrottungsprozess im Frühjahr wird das Nitrat wieder freigesetzt und kann dann von der nachfolgenden Kultur aufgenommen werden. So ist es auch eine Gewässerschonung, Grundwasserschutz. Sind Zwischenfrüchte auch ein neues Konzept? Nein. Zwischenfrüchte sind steinalt. Sind steinalt, da gab es also immer schon. Es ist aber in der konventionellen Landwirtschaft an vielen Ecken, auch bei mir, verloren gegangen, dieses Wissen. Wenn man Mais anbauen will wie hier, hatten wir es früher, den Acker aus Kostengründen, den haben wir im Herbst gegrubbert und dann haben wir ihn brach liegen lassen. Also so eine Zwischenfrucht kostet hier pro Hektar 100 Euro Saatgutkosten. Also das ist richtig Geld. Für diese beiden Stege, die wir sehen, sind das 3000 Euro. Die nehmen wir zusätzlich in die Hand, aber es ist sinnvoll. Zielsetzung des Ganzen ist es, den Boden seine Fruchtbarkeit zu erhalten bzw. zu verbessern. Und das geht über Humus. Also wir brauchen mehr Humus, weil Humus halt das Speichermedium Nummer 1 ist. Es puffert Hitze ab, es nimmt Wasser auf. Wir haben ja immer ein latentes Wasserproblem, dass es immer zu trocken ist. Unsere Felder hier, wir haben es analysiert, haben zwischen 1,7 und 4,9% Humus. Zielsetzung ist, dass wir alles Richtung 5 kriegen. Das ist aber eine Lebensaufgabe. Also das ist eine Generationsgeschichte, das so hinzukriegen oder noch länger. Aber wichtig ist halt, dass man, um Humus zu bilden, einen permanent bewachsenen Acker hat. Also mit lebenden Pflanzen, die das Bodenleben füttern, das Bodenleben dann diesen Humus mit aufbaut. Dann natürlich, wenn wir es einarbeiten im Frühjahr, wird aus diesen Pflanzenresten natürlich auch ein Teil Humus gebildet. Ja.
bindet doch auch CO2, oder? Deutlich, ja, ganz deutlich. Also Humus ist pures CO2-Binden. Ja. Humus ist nichts anderes als Kohlenstoff. Wir sprechen auch vom flüssigen, also Liquid-Carbon-Kreisläufen. Genau. Also durch die CO2-Aufnahme der Pflanze. Die Pflanze, das ja mit Sonnenlicht umwandelt in Zucker. Und dieses Zucker wird von der Pflanze umgebaut in Proteine, in Fette, in Öle und ähnliches. Und dann aber auch in den Boden abgegeben. Also die sogenannten Wurzelexudate, das sind auch Wurzelausscheidungen, die Kohlenstoff enthalten und andere Nährstoffe, die das Bodenleben ernähren. Das Bodenleben bildet daraus Huminsäuren, die Vorstufe zu Humus, und daraus wird der Humus gemacht. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als Kohlenstoff. Und eine Landwirtschaft, die in der Lage ist, Kohlenstoff zu binden, natürlich eine positive, klimafreundliche Landwirtschaft ist. Und da arbeiten wir dran. Und wir sind da am Anfang. Es wird auch viel geforscht in der Richtung. Wir lernen unheimlich viel momentan über diese ganzen Symbiosen und Verbindungen zwischen Pflanzen, Wurzel und Boden, Bodenleben. Das ist ganz, ganz spannende Zeit. Wir freuen uns auf die Herausforderung. So, jetzt gucken wir, was machen wir, was wir hier wirklich veranstaltet haben. So, hier ist meine Lieblingspflanze von allen hier. Das ist der sogenannte Tiefenrettich. Die ist jetzt nach 2,5 Monaten, wir haben also hier Mitte August gedrillt und jetzt haben wir Mitte Oktober. In 2 Monaten ist hier so gewachsen und hier unten die Wurzel, die geht bis zu 1,50 Meter tief in die Erde. Und, hat jemand ein Messer dabei? Nee. Cool, man kann die nicht essen, das ist Rettich. Also mein Vater sagte immer, ein guter Bauer hat immer ein Messer und ein Tüdelband in der Hosentasche. So habe ich beides nicht. Einmal Rettich probieren. Ja. Ist rettig. Ne? Diese Züchtung kommt aus den USA. Da haben sie den gezüchtet, um genau das zu erreichen, was wir hier auch machen. Die USA ist in vielen Sachen, in Landwirtschaft, in der Beziehung ein Stück weiter als wir. In dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise. Ach, echt? Mhm. Aber wir holen auf. Ja. Also es ist so, intensive Landwirtschaft schließt sich mit dem, was wir hier machen, nicht aus. Ja. Es ist nur eine andere Art. Und es ist eine umweltverträgliche Art, die wir versuchen hier zu erreichen. Ne? Ja. Und nichtsdestotrotz wollen wir natürlich Erträge. Wir haben nach wie vor den Anspruch, die Weltbevölkerung zu ernähren. Ja. Wir können brauchen natürlich auch vernünftige Erträge für. Aber die Art und Weise, wie wir es jetzt gemacht haben, das rein über Chemie zu denken, und ist nicht zielführend. Ja. Wir brauchen nach wie vor Chemie, aber wir müssen das halt vom Boden, von der Bodenfruchtbarkeit her müssen wir das Ding neu denken. Und das sind, versuchen wir jetzt umzusetzen, zu lernen. Ja, spannend. Total, total spannend. Wir haben auch mal eine Bodensonde mitgebracht, um Bodenverdichtung zu ermitteln. Wir gehen mal ein bisschen vom Rand weg. Man sieht also schon kniehoch bewachsen hier. So soll es sein, mit vielen verschiedenen Pflanzenarten. So, ups, ist Stein. Sehen Sie, jetzt geht es hier schwer. Hier haben wir noch eine Schadverdichtung drin. Aha. Und in 10, 20, 30, in ungefähr 40 cm Tiefe haben wir eine Verdichtung. Achso, aber das spürt man so einfach in der Hand. Ne? Drücken Sie mal rein. Ach, guck mal, ist wirklich ganz weich. Und so, und jetzt weit, genau. Dann wird's hart. Dann wird's hart. So, das muss weg. So, und das kann man natürlich einmal machen über Maschinen, was halt im Endeffekt ein großer PS-Aufwand bedeutet. Das bedeutet Dieselverbrauch, Materialverschleiß. Oder man kann versuchen, über Pflanzen und Pflanzenwurzeln zu machen. Ne? Unter anderem über den tiefen Rettich. Wenn wir jetzt mal einfach uns den Boden angucken, da haben wir unsere treuesten Freunde und Helfer, den Regenwurm, genau. Es gibt bei uns in der Region 8 verschiedene Regenwurmarten. Das sind die besten Helfer, die wir haben. Das ist
Das ist Horst, genau. Das ist der unentgeltlich mitarbeitende Arbeitskraft hier. Ja, Horst fehlt nicht, Horst kennt das. Ja, Horst fühlt sich momentan wohl, weil der Boden locker ist, weil er bewachsen ist. Er hat nichts anderes als Aufgabe, als Nahrungsreste oder oberirdisch liegende Pflanzenreste nach unten zu ziehen und Regenwurmgänge zu schaffen. Und sein Kot verbaut diesen Boden. Also er krümelt diesen Boden. Guck mal, hier ist das Ende vom Haus. Das ist ein Tauwurm, sogenannter Tiefengräber. Der gräbt bis zu 2 Meter tief. Und in diese Regenwurmgänge können nachher die Pflanzenwurzeln perfekt in große Tiefen eindringen. Und was Horst auch macht, er verdaut Pflanzenreste und scheidet nachher die Reste aus. Und diese Reste, der Regenwurmkot, helfen dabei, da ist Globin drin, Globin ist ein Klebstoff, den Boden zu verkleben. Das ist ein positiver Effekt. Wir wollen im Endeffekt einen gekrümelten Boden haben. Ja. Mit runden Krümeln, wie wir sie hier sehen. Solche Krümel wollen wir im Endeffekt haben, weil wir dann mit diesen Krümeln ein optimales Porenverhältnis haben. Wir wollen also, die Poren im Boden sollen 1/3 Grobporen sein, 1/3 Mittelporen, 1/3 Feinporen, sodass wir also optimal Wasser aufnehmen können und Luft aufnehmen können. Dass die Wurzeln, Pflanzenwurzeln brauchen ja auch Luft, Sauerstoff zum Atmen, so eine Wurzelatmung. So, wenn ich sowas sehe, macht mich das glücklich. Es ist ein vernünftig durchwurzelter, humoser Boden. Und so soll er aussehen, in die Jahreszeit. Dann auch wichtig, Erosionsschutz natürlich. Jetzt, wo bewachsen ist, Wurzeln im Boden verankert sind oder den Boden festhalten, kann halt der Wind den Acker nicht wegtragen. Und auch Wasser nicht, weil die Pflanzen den Boden halt festhalten. Ja. Wenn man bedenkt, wir haben hier in Mecklenburg-Vorpommern bei uns auf dem Betrieb im Durchschnitt ungefähr 500 Millimeter Niederschlag, das heißt 500 Liter pro Quadratmeter Regen fällt im Jahr. Also es ist eine richtig, das knallt also richtig auf den Boden und zerstört den Boden. Also zerstört die Bodenkrümelung, das Gefüge des Bodens, wenn der auf blanken Acker rauf knallt, der Regen. Und deswegen ist es natürlich auch sinnvoll, den Acker zu bewachsen, damit diese Wucht abgefangen wird von den Pflanzen. Also die Pflanzen fangen, 90% der Wucht fangen die Pflanzen ab. Da will ich mal eben zeigen, was passiert, wenn wir nachflügen, Regen kriegen, viel Regen. Ja, das ist Weizen, der dann ja, nächstes Jahr hoffentlich gute Erträge bringt. Wenn ich den Boden bearbeite und das ist zu nass, dann zerschmiere ich ihn, dann mache ich ihn kaputt. Das sind Nachwirkungen, die habe ich noch jahrelang. Und wenn es zu kalt ist, wenn es zu kalt ist, Boden unter 8 Grad hat bei der Bewirtschaftung, deutlich unter 8 Grad, dann baue ich Humus ab. Ja. Dann bringe ich das Bodenmilieu in einen abbauenden negativen Prozess und dann wird auch Humus abgebaut. Da wird teilweise die Arbeit, die man sich hier jahrelang gemacht hat, innerhalb von einem falschen Punkt wieder zerstört. Es ist doch ein bisschen matschiger, als ich gedacht habe. So, warum wir halt da nicht langlaufen? Da nicht langlaufen. Hier wollte ich her. Dieser Acker ist gepflügt worden. Von mir auch. Also wir haben Flügen noch ein bisschen, aber soll halt weniger werden. Und wenn der Boden nicht festgehalten wird, dann erodiert er. Und hier sieht man es. Hier ist durch den Regen Boden abgetragen worden. Hier sind die Einspülungen, hier ist hingeschwemmt worden. Das ist jetzt im ganz kleinen Stil. Das geht aber auch richtig großen Stil, wenn man abschüssiges Gelände hat. Teilweise mannshohe Gräben, die da gerissen werden von Starkregenereignissen. Der Klimawandel, wie wir ihn erleben momentan, ist halt, dass wir pro Jahr gar nicht weniger Wasser haben, sondern nur anders verteilt. Und wenn es im Sommer Wasser gibt, dann meistens ist es ein Gewitter, in riesen Regenmengen in kürzester Zeit. Und dann wird der Boden abgetragen. Und das ist halt Käse. Und das ist
Wenn man pflügt, passiert einem sowas viel häufiger, weil man gar keine organische Substanz mehr drauf liegen hat, als wenn ich ohne Pflug arbeite, um Grubber, oder es in Drecksand mache. Weil dann passiert mir sowas nicht. Und das ist hier die Urkatastrophe der Landwirtschaft. Wenn Ihnen sowas passiert, geht der fruchtbare Boden weg. Ja. Wenn der fruchtbare Boden weg ist, das ist unsere Ernährungsgrundlage. Ja. Ne? Sowas darf nicht passieren. Deswegen wollen wir den Pflug hier im Betrieb ausmerzen. Dafür stellen wir die Fruchtfolge um. Haben wir vor 5 Jahren noch 4 verschiedene Früchte angebaut. Raps, Weizen, Gerste und Zuckerrüben. Sind dann mittlerweile bei 9 Früchten angekommen. Ja. So wir eine möglichst große, breit gefächerte Fruchtfolge kriegen, dass uns sowas hier nicht wieder passiert. Und wenn man sich jetzt mal guckt, also der Boden hier sieht anders aus als das, was wir vorhin hatten. Ne? Er ist nicht durchwurzelt, er hat diese runden Strukturen nicht, er hat eher dieses plattenartige Gefüge. Also der braucht noch ein bisschen mehr Liebe und Pflege. Mhm. Aber beim letzten Mal war es so schön, haben wir gleich einen Regenwurm gefunden. Aber hier ist kein Regenwurm. Genau, weil wir hier gepflügt haben. Ne? Aber was wir haben, haben wir hier eine Weizenpflanze und an den Wurzeln haftet er daran. Und das ist die biologisch aktive Zone. Hier sitzen die Mikroorganismen, die Bakterien, die die Symbiose mit der Pflanze eingehen. Also das ist schon mal positiv zu bewerten, dass hier, und hier in der Spitze, das ist eine neu geschobene Wurzel, da ist die Anhaftung noch nicht, die bakterielle Anhaftung, aber hier findet... Und hier ist das alte Weizen. Genau, hier ist das Mutterkorn, woraus jetzt die ganze Schuhe beginnt. Ja. Aber was der Pflug hat, wir werden hier sehen, der Boden ist offen. Ach, ja. Das ist die Setzung. Also einen offenen Boden haben, der nicht überlockert ist, der also auch schon fest ist, aber nicht schadverdichtet ist. Also das Problem, was wir haben, was auf uns zurollt, ist der Klimawandel. Da müssen wir 2 Sachen mit unserem Boden machen. Wir müssen erstmal in der Lage sein, dass der Boden mehr Wasser speichert und dass, wenn Wasser kommt, er es besser aufnehmen kann. Das erreichen wir dadurch, dass wir die Speicherfähigkeit erhöhen, indem wir den Humus erhöhen. 1 Prozentpunkt mehr Humus heißt 40 Liter mehr Speichervermögen pro Quadratmeter. Und das andere, diese Infiltrationsfähigkeit des Bodens, erreichen wir dadurch, dass wir den Boden nicht mehr bewegen. Dass wir unsere Saat direkt in den Boden eintragen, ohne Bodenbearbeitung, dann bleiben Regenwurmgänge offen, dann bleiben alte, abgestorbene Wurzelgänge offen, die in der Lage sind, große Wassermengen schnell im Boden versickern zu lassen. Um dann wieder zur Verfügung zu stellen, wenn die Pflanze es braucht. So, wir haben ja die Mikroorganismen im Boden, die obersten 2 Zentimeter Boden. Also in einem Fingerhut voll Erde leben mehr Mikroorganismen als Menschen auf der Erde. Die leben aber am häufigsten, am meisten in den obersten 2 Zentimeter. Und was macht ein Flug? Ein Flug macht nichts anderes, als das ganze Ding einmal auf den Kopf zu drehen. Mit dem Effekt, dass sie die Mikroorganismen, die gerne in den obersten 2 cm leben, auf 25 cm Tiefe verbuddelt haben. Mein Traum wäre eine komplett bodenbearbeitungslose, also No-Till-Landwirtschaft zu betreiben, also Direktsaat. In eine Kultur die nächste reinzudrehen. Ja, wie geht das denn jetzt? Diese Pflanzen lassen jetzt... den Mais nicht durch, nein. Ich müsste es chemisch abspritzen mit dem bösen Glyphosat. Ah, ne? Okay. Das wäre dann aber, wir hätten, also die Theorieserie ist so aus, die nächste Mal, das wächst ja hoffentlich noch so hoch, hat die nachher eine relativ geschlossene Pflanzendecke. Die nächste Maschine, die Drillmaschine kommt, es wird einmal niedergewalzt, liegt dann als plattgewalzt auf dem Boden und da rein wird die nächste Frucht gedrillt. Und die meisten Unkräuter, die ich habe, die ich chemisch bekämpfe normalerweise, sind Lichtkeimer. Das heißt, wenn die einen Lichtreiz kriegen, der Boden wird bearbeitet, die kommt einmal ein Lichtreiz und dann fangen die an zu keimen, fällt aus, weil wir den Boden ja nicht bewegen. Und diese Pflanzendecke, das
der dann toten Pflanzen hier oben drauf verhindert, dass hier Unkräuter auflaufen. Ich wüsste also insgesamt weniger Chemie einsetzen, ja, wenn ich Direktsaat mache. Ich müsste halt aber Glyphosat einsetzen, weil ohne Glyphosat sieht es nicht so aus, als würde es funktionieren. Das, weil kein Ersatzstoff dafür da ist. Ja, Glyphosat macht quasi alles platt. Ne? Glyphosat tötet alle grünen Pflanzen. Ja. Alles in dem Moment ist dann weg. Genau. Und dann kommt das Neue. Dann kommt das Neue, genau. Und wir würden dann halt die alten Pflanzen als Mulchschicht benutzen, ja, um dann die nächste Kultur zu schützen. Wir hätten den Boden permanent geschützt, auch vor Regen. Diese Aufprallenergie wäre weg. Ja. Wenn ich jetzt zerflüge, habe ich das gleiche Ergebnis wie beim Glyphosat. Ist das auch alles weg. Ja. Nur mit den allen schädlichen Nachteilen, die Pflügen hat. Glyphosat ist natürlich auch nicht unschädlich, muss man auch ganz ehrlich kommunizieren. Ja. Aber es wäre insgesamt aus der Bodenökologie heraus das Sinnvollste, gar keine Bodenbearbeitung mehr zu machen, sondern alles, ja, in Direktsaat. Aber ich traue mich nicht, weil wir im Jahr 2023 Glyphosatverbot haben. Ja. Und der Invest bis dahin beträgt hier für unseren Betrieb ungefähr 500.000 Euro, wenn wir das machen würden, an neue Technik und sowas. Deswegen probieren wir es, uns der ganzen Geschichte anders zu nähern. Ja, also mit verringerter Bodenbearbeitung. Also möglichst nicht mehr pflügen. So ein Kompromiss halt. Genau. Nicht mehr pflügen, sondern nur Glyphosat, sondern... Sondern grubbern, also mischende Bodenbearbeitung, nicht zu tief, mhm, aber auf keinen Fall wendende Bodenbearbeitung. Ne? Und wir hoffen, dass wir es vielleicht das Glyphosat uns doch für solche Geschichten erhalten bleibt. Mal gucken, was da der politische Wille im Endeffekt sein, ja, wird. Aber dieser Humusaufbau und die Bodenfruchtbarkeit wären mit der Direktsaat am schnellsten zu erreichen. Das wird ja weltweit schon praktiziert. Deutschland hat 12 Millionen Hektar Ackerland und jedes Jahr wird auf 10 Millionen Hektar Ackerland mehr Direktsaat betrieben. Also einmal die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche Deutschlands wird global in Brasilien, in Südamerika, in den USA umgestellt auf Direktsaat. Aber doch was anderes. Das hier, ja, das ist Fassilia. Und das ist die Sonnenblume. Ja. Da vorne haben wir schon ein blühendes Exemplar. Da. Wir hatten hier schon mehrere blühende Exemplare, bloß die werden immer von den Spaziergängern gepflückt. Aber sei ihnen gegönnt. Wir stiefeln da mal ganz vorsichtig hin. Jo. Dann kannst du eine Blume. The one. Bald. Ne? Ja. Hier ist die Knospe schon weiter. Hier sind schon weiter. Ne? Also, mhm, die Hoffnung, dass die Fassilie auch bald blüht. Ne? Ja, von diesen Zwischenfrüchten haben wir mittlerweile 160 Hektar hier im Betrieb insgesamt. Also wir machen das sowohl vor Mais wie auch vor Erbsen, auch wie vor Zuckerrüben, mhm, aber immer eine andere Mischung. Weil wir eine positive Beeinflussung des Bodenlebens auf die nachfolgende Kultur haben wollen. Ja. Und zum Beispiel ist es so, das habe ich auch erst jetzt gelernt, deswegen haben wir es noch nicht machen können, dass es sinnvoll ist, in diese Mischung Roggen mit einzubringen. Weil in dem Moment mit der Zwischenfrucht. Ja, okay. Der auch als Zwischenfrucht dann im Frühjahr beseitigt wird, ja, weil der Roggen die gleiche Mykorrhiza-Pilze, also Mykorrhiza-Pilze ist eine Pilzgattung, die eine sehr enge Symbiose mit den Pflanzen eingehen. Die Art, die Mykorrhiza-Pilze, die Art des Roggens ist genau die gleiche wie beim Mais. Und wenn der Roggen jetzt im Herbst schon diese Mykorrhiza-Pilze fördert, hat der Mais im Frühjahr weniger Arbeit und kann schon auf dieses Pilzpotenzial, was dann da ist, schon zurückgreifen. Und kommt dadurch besser in Schwung. Ja. Ja, diese Mykorrhiza-Pilze, die machen nichts anderes, als in die Symbiose mit den Pflanzenwurzeln eingehen. Und selber haben sie ihre Hyphen, also ihre Aufnahmeorgane, die sind aber viel, viel feiner als eine Pflanzenwurzel. Das heißt, sie kommen in Bereiche des Bodens, wo eine Pflanzenwurzel nicht hinkommt und verlängert damit sozusagen die Pflanzenwurzel und geht mit ihnen in eine Symbiose ein. Die Pflanzenwurzel ernährt diese Pilze und die Pilze geben ihr dafür Nährstoffe. Und die Pflanze ist in der Lage, die Nährstoffe aktiv abzurufen, was die Pilze sammeln sollen. Also es ist ganz erstaunlich, was da in den letzten Jahren an Forschung betrieben wurde, was dabei rauskommt. Es ist total spannend. Ja, das hab.
Das ist noch ein kleiner privater Bauer, der hier so rumstaubt. Da kann man mal sehen, da arbeitet er, da arbeiten wir. Hier staubt es, das ist Erosion. Hier fliegt die kleinen Partikel fliegen vom Feld. Und das passiert bei uns in der Direktsaat nicht mehr. Ja? Und Erosion ist einer der größten Feinde der Ernährung. Ja, also wir sind hier auf dem Weizenacker, den wir vor ein bisschen mehr als einer Woche gedroschen haben. Und vor einer Woche haben wir hier die ersten Zwischenfrüchte gedrillt. Es ist, man sieht es kaum, dass wir hier gearbeitet haben, außer die Brandschneise, die wir beim Dreschen immer einmal außen rum ziehen müssen und auch wollen, damit, wenn es hier mal brennen sollte, was mit Trockenheit und bei 34, 35 Grad leider auch häufig vorkommt, auch häufiger mal vorkommt, dass es nicht in die Wälder und Hecken und sowas läuft, das Feuer, sondern wir es möglich am Ackerrand gebremst kriegen. Aber wenn wir jetzt hier vorne gucken, wo wir gedrillt haben, ohne vorher Bodenbearbeitung zu machen, kann man einfach sagen, man sieht es nicht, dass wir hier was gemacht haben. Und das ist Sinn der Sache. Wir wollen den Boden nicht mehr bewegen. Wir wollen dem Bodenleben seinen natürlichen Lauf lassen. Die da sitzen lassen, die Bakterien und Pilze, wo sie gerade sitzen. Nämlich da, wo sie sich am wohlsten fühlen und das nicht alles durcheinander bringen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich war vorhin hier, habe schon die ersten gesehen, die aufgelaufen sind. Und man guckt, da kommen sie. Das ist jetzt eine Fassilie, die hier aufläuft. Da, das ist ein, was ist das? Das könnte ein Rammtürkraut sein. So ganz leicht kommen hier die ersten, das ist ein Datthafer, kommen hier die ersten Früchte, die ersten Zwischenfrüchte. So, das ist das Schöne an dieser Maschine, dass die den Boden gar nicht mehr bewegt und auch hier oben drauf das Stroh fast nicht mehr bewegt wird. Ja, da sieht man hier ja jetzt nichts. Genau. Ist noch das Weizenstroh. Genau, aber hier ist die Maschine gelaufen, hier ist der Schlitz. Guck mal, hier ist weg, da ist der Schlitz und hier links und rechts in der Seitenwand ist das Korn drin. Ja. So, und wenn man denn hier guckt, da ist es. Da kommt das. Da läuft es auf. Hm? Sehen Sie das? Da. Mhm. Hm? Und so kommt es eins nach dem anderen, schiebt sich hier langsam durch Stroh durch, das ist das nächste. Und ja, Sinn der Sache ist, dass man es nicht sieht, dass man hier drauf war. Fassen Sie mal an, mal richtig, wie kalt das die Erde ist und wie feucht sie sich anfühlt. Ja, kühl und feucht. Weil das Stroh als Schutzschicht oben drauf ist. Mhm. Dass es nicht austrocknet und dass es vor allen Dingen das Bodenleben nicht geröstet wird. Ne? 42 Grad gerinnt das Eiweiß, dann sind die tot in den obersten Zentimeter. Das wollen wir verhindern. Mhm. Und es verhindert die Ausdunstung des Bodens, dass das Feuchtigkeit verloren geht. Und wir sind im Klimawandel angekommen. Das ist für uns die Landwirte hier völlig unschrittig, weil wir sehen es an den Wetteraufzeichnungen, wir sehen es an unseren Kulturen, was da passiert. So, und das heißt für uns, wir müssen mehr Wasser speichern und wir dürfen es nicht verbraten, indem wir es einfach nutzlos durch Bodenbearbeitung wegpuffern. Ja. So, das versuchen wir zu erreichen. Wenn wir jetzt gleich in die Brandschneise gehen und da mal die Finger reinhalten in die obersten Zentimeter Erde, werden Sie feststellen, dass es mindestens 10, wenn nicht 15 Grad wärmer ist, die Erde als hier. Und hier liegt das Stroh auch noch gehäckselt oben drauf? Genau, das war hier vorher der Weizen. Die Körner sind vom Drescher. Keine Ballen von gebrochen? Gar nicht. Nein. Genau, das ist so, genau so, wie der Drescher es hinterlassen hat hier vor 8 Tagen oder 9 Tagen. Wenn wir es das nächste Mal sehen, steht die Sonnenblume hoffentlich so hoch und blüht. Was kommt hier dann danach drauf? Nach dem Weizen? Lupine. Im Frühjahr Lupine, auch wieder in Direktsaat, ohne den Boden zu bewegen. So, wenn Sie jetzt mal hier den Boden anfassen, wie viel wärmer da ist. Oh. Da merken Sie keine Feuchtigkeit. Das hinten war kühl und feucht an den Händen. Hier ist Staub und wärmer. Und dann hätten wir jetzt keine Wolke vor der Sonne, wäre der Effekt noch größer. Ja. So, und das macht den Unterschied. In diesem System. Das ist ja ein kompletter Systemwechsel, den wir erfahren. Ja.
Weil hier sind garantiert 30 Liter Wasser auf einen Quadratmeter verschwunden, nur durch die Bodenbearbeitung. Und weil die schützende Schicht weg ist. Ja. Auch hier laufen natürlich, das ist Rapsen, es ist auch, laufen natürlich ein bisschen Zwischenfrüchte auf. Aber es ist halt fürs Bodenleben nicht schön, was hier passiert. Mhm. Der Regenwurm ist hier verschwunden, der sitzt unten drin und sagt, hier ist es so warm. Ja. Und sowas. Und da ist der Regenwurm aktiv. Ja. Und macht seine Arbeit. So, und der positive Nebeneffekt ist es natürlich, wenn wir jetzt mal gucken, gibt es kaum noch Unterstände, wo sich Tiere verstecken können, Vögel, auch Rehe oder Rebhühner oder sowas. Da ist gemäht, hier ist gemäht, da hinten steht noch ein bisschen Mais rum. Aber wenn wir in 14 Tagen kommen, dann ist das schon so eine Decke. Und wenn wir in 2 Wochen hier, vier Wochen hier sind, dann ist das so eine Decke. Und dann haben wir wieder Schutz für Wild geschaffen, für Tiere geschaffen, für Vögel geschaffen. Wieder Insektenhabitate geschaffen. Ja. Dass wir einfach antizyklisch Habitate schaffen durch diese Zwischenfruchtanbau, die sonst auf anderen Flächen nicht da sind. Weil die dann Weizen bestellt wird, was auch sinnvoll ist. Aber es ist halt immer mal so ein Habitat zu schaffen, super sinnvoll in der Zwischenfrucht. Also es ist multidivers, was wir hier vorhaben. Es hat verschiedene Zielpunkte, Bodenfruchtbarkeit, Wildschutz, Insektenschutz und sowas. Da wollen wir hin. Ja, super. Und macht das dann der Winter, dass das dann wieder weg ist, wenn Sie Ihre Lupinen säen wollen? Oder müssen Sie da noch irgendwas machen? Also, wenn das alles gut läuft, dann macht der Winter das alles weg. Ja. Also es sind alles keine winterharten Früchte, also die gehen im Frost kaputt. Mhm. Wenn nicht, müssen wir nachhelfen. Das machen wir chemisch. Das machen wir mit Glyphosat. Und die Lupine, wenn man wie jede Pflanze in Jugendentwicklung ist sie konkurrenzschwach. Wenn eine Pflanze über ihr steht und sowas, dann kommt die da nicht durch. Ja. Und die muss ich einmal wegräumen. Mhm. Und das mache ich in der konventionellen Landwirtschaft mache ich das oder auch in der biologischen Landwirtschaft mache ich das mechanisch über Flug und ähnliches mit allen Problemen, die dabei auftreten. Ja. Also wieder Bodenleben schwächen, Wasser verballern, Diesel verballern. Auch wirklich Ressourcen verbraten, die nicht Not tun, aus meiner Sicht. Und wir machen das chemisch. Mittlerweile so, Glyphosat ist natürlich, ich weiß, ist ein Kampfbegriff geworden. Es ist festgestellt auf EU-Ebene auch, dass es nicht krebserregend ist. Definitiv nicht. Also, dass es da gesundheitsgefährdend nicht eintritt. Und es ist auch nicht vielfältig. Also, wird ja jetzt von der Politik vor sich hergetragen und von den NGOs, dass es halt insektenschädlich ist, weil es alle Pflanzen tötet. Aber wenn ich hier mit dem Flug rüberfahre, ist auch alles tot. Dann habe ich die nach unten gedreht, die Pflanze, und fertig ist. Das habe ich einen braunen Acker, der auch noch erosionsanfällig ist. Wenn ich hier mit Glyphosat rüberfahre, habe ich die Mulchschicht immer oben drauf. Keine Erosion, keine Wasserveratmung und ähnliches. Oder habe das Bodenleben noch. Ja. Wir machen es natürlich auch so selten wie möglich. Wenn ich 1 Hektar Glyphosat bearbeite, kostet mich 40 Euro. Ich habe 1000 Hektar, sind 40.000 Euro weg. Das mache ich auch nicht so, schmeiß das so raus, wie es wie es lustig ist. Ne? Und es ist antibakteriell. Es ist auch so, wenn ich das auf den Boden spritze, töte ich damit Bakterien. Auch nützliche Bakterien. Also setzen wir es natürlich nur ein, wenn es nicht anders geht. Ja. Aber es ist die Ultima Ratio in diesem System. Das ist so. Jetzt würde ich vorschlagen, fahren wir zur Maschine. Paul, bring mal eine Hand von Saaten bitte mit. Unter anderem Blumen, genau. Also das Große sind die Erbsen. Da haben wir hier Glatthafer oder Schwarzhafer, ich weiß gar nicht genau, was da drin ist. Und das Kleine ist Klee und Fasilia. Sonnenblumen sind hier mit bei. Rettich ist hier mit bei. Ja, wir haben ja Rettich gegessen letztes genau, Jahr oder genau. Vor anderthalb Jahren. Genau, es ist genau dasselbe. Ja. Ne, nur halt noch Loch aus dem Sack. Ja, toll. So, und das ist jetzt unsere neue Mittelmaschine. Das Herzstück unserer Idee.
So, und diese Maschine schafft es jetzt durch ihre einzigartige Technik, das Korn in die Erde zu legen, ohne dabei, dass wir die Erde vorher bewegen müssen. Die Scheibe, die macht einen Schlitz in die Erde bis zu 6 cm tief. Und hier ist das Schar. Und an dieser Scharkante kommt das Korn raus und wird dann seitlich von diesem Schlitz in die Erde gedrückt. So dass wir keine Ernterückstände wie Stroh oder sowas mit dem Korn zusammen vermischen, sondern nur, dass das Korn komplett in der Erde ist und dadurch keimen kann. Der ist 3,99 Meter breit. Aber der fährt über den Acker, über Feldwege, also nicht über öffentliche Straßen. Das ist unser ganzer Stolz, diese Idee und diese Maschine dahinter und sowas. Der diese Maschine gebaut. Das ist ein Start-up. Das ist Ramsi. Und Ramsi ist Franzose mit marokkanischen Wurzeln, kommt aus Marseille und hat mit Landwirtschaft nichts zu tun, gar nichts. Sondern ist Maschinenbaustudent mit 23 Jahren. Und hat dann ein Praxissemester in Neuseeland gemacht. Und in Neuseeland in einer Firma, die heißt Crosslot. Und die baut diese besonderen Maschinen mit diesem besonderen Schaden. Hat die erfunden und hat die in Neuseeland und Australien vertrieben. Und den hat er gesagt, und da hat er es kennengelernt und hat gesagt, das ist eine geile Idee. Und das müssen wir für den europäischen Markt adaptieren. Lass uns ein Joint Venture machen und ich vermarkte die in Europa und modifiziere die. Und da haben die Neuseeländer gesagt, nee, machen wir nicht. Haben wir keine Lust drauf. So, und dann hat er gesagt, okay, kann ich auch selber bauen. Und dann hat er diese Schare modifiziert und hat vor 11 Jahren mit 23 Jahren diese Firma gegründet. Ist jetzt 34, hat bis jetzt 145 Maschinen verkauft. Davon 28 in Deutschland. Meine ist die 28. in Deutschland. Ja, hier jetzt direkt Saat. Alle 25 cm eine Reihe. Wo Paul dann hier halt das Korn ablegt. Wenn man hier wegbuddelt, sieht man, dass hier der Schlitz ist. Und links und rechts vom Schlitz liegt dann hier eingebettet das Korn. Oder die Körner der Zwischenfrucht. So, das Problem ist, dass die alle sehr klein sind und fein sind wir rein. Und das muss man hier suchen, das ist gar nicht so einfach. Das ist einmal quasi mein Armaturenbrett im Auto auch. Dann habe ich hier einmal meinen ganzen Computer für sämtliche Einstellungen vom Träger. Das ist der Computer für die Drehmaschine, für da sämtliche Einstellungen, Aussaatstärke, Umdrehung fürs Gebläse, sprich die Saatkörner werden bei dieser Drehmaschine mit Luft aus dem Tank in den Saatschutz befördert. Und hier habe ich nochmal meine Bedeckungskarte, wo ich genau sehen kann, wo ich gefahren bin, wo ich gegrillt habe. Und ja, das ist mal so ein grober Einblick. Das heißt, wir lenken nur noch selber, wenn wir zwischen Bahnen wenden? Jein, ich könnte selber lenken, muss ich aber auch nicht mehr. Danke, gar nicht dafür. So, hier staubt es natürlich auch ein bisschen, weil er natürlich jetzt hier in einem bearbeiteten Feuerschneise auch drillt. Aber was staubt, sind immer die Feinpartikel. Die Feinpartikel sind die wertvollen. Das ist Ton, das ist Schluff, das ist Lehm und Humus. Jeder Trecker, der hier auf dem Acker arbeitet und Bearbeitung macht, wir hier jetzt drillen, und haben die zweiten Reifensatz drauf, die Zwillingsreifen zum Bodenschonen. Die Maschinen werden halt immer größer, weil wir immer effizienter werden müssen, weil wir immer zu möglichst günstigen Preisen produzieren sollen, wollen, müssen, können. Und es immer weniger Leute gibt, die in der Landwirtschaft arbeiten wollen. Das heißt, wenn ich weniger Leute habe, müssen die in gleicher Zeit mehr schaffen. Und das heißt, die Maschinen werden größer. Das heißt, größer heißt schwerer. Wir müssen halt zusehen, dass wir das Gewicht auf eine größere Fläche stellen. Genau. Der Trecker hat jetzt weniger Bodendruck pro Quadratzentimeter als ein PKW.
Landwirte sind ein komisches Völkchen. Stehen permanent in Konkurrenz eigentlich. Man will immer besser sein als der Nachbar und Gott. Und so, wenn irgendeiner was anderes macht, was machst du denn da? Und diese Kritik, die dann kommt, und das sieht ja scheiße aus bei dir auf dem Acker, die muss man auch moderieren können, die muss man auch abkönnen. Diesen Wandel so zu gestalten, dass ich einerseits damit leben kann, dass ich gedanklich mitkomme, dass ich finanziell für halber Strecke keinen Schiffbruch erleide, das ist gar nicht einfach. Es gibt einige Fragen, die fragen also, was machst du denn da? Machst du das und wie änderst du das und wie änderst du dich und dein System? Wie nimmst du deine Leute mit? Wie nimmst du also deine Mitarbeiter mit, dass die ja auch von diesem neuen System begeistert sind? Das zu gestalten ist schon anspruchsvoll.